Yo Leute, was geht? Ich bin Salfi am Start. Ich räume eben auf und zeig euch, wie man ein Battle-Turnier macht. Nämlich das Salfi Checker House in einer mit einer besonderen Auffälligkeit unter anderem Kiffernuss unter in sehr tollen energischen neuen Battles. Oder kurz Salfis Chemiebaukasten Battles. Oder noch kurzer SCBT. Wollen wir nicht lange um den heißen Brei herumwaffeln, wir fangen direkt an mit der wichtigsten Frage. Nämlich, wie ist das Bewertungssystem? Nein, Spaß, natürlich, wie ist das Preisgeld? Es gibt 50 Euro für den ersten Platz und das war's. Nein, es gibt noch für den zweiten Platz gibt es noch eine Wildcard fürs nächste Turnier und einen Bonustrack und für den dritten auch einen Bonustrack. Aber das juckt doch eh keinen, komm, seien wir ehrlich. Ganz im Gegenteil zum Bewertungssystem. Hier gibt es nämlich 13,5 Punkte zu holen. Fragt ihr euch, wieso 13,5 Punkte? Das ist einfach, weil ich zuerst eigentlich mit 25 Punkten geplant hatte, allerdings dann gemerkt habe, wenn ich so viele Punkte verteile, wird das Ganze sehr willkürlich und habe die Punkte deshalb halbiert und nochmal hier und da was verändert. Das Ganze wird in zwei Kategorien vergeben. Der Standardkategorie, wo es 2,5 Punkte gibt und der Battle-Kategorie, wo es 11 Punkte gibt. User-Voting zählt nur bei Unentschieden, nach Punches, Video und Rap-Skill. Standard-Kategorie gibt 2,5 Punkte. Geschenkte Punkte. Und ist es nur die Frage, ob hier vorhanden ist. Nämlich 5 Sachen, jeweils ein halber Punkt. Taktgefühl, Video, Reime, Gegnerbezug, Audioqualität. Bei der Audioqualität, ob es nicht komplett Absturz ist. Hier gibt es 2,5 Punkte zu holen und sie sind eher Strafpunkte, würde ich sagen. Dann gibt es noch die interessantere Kategorie, nämlich die Battle-Kategorie. Hier gibt es bei den Punchlines maximal 3 Punkte zu holen, allerdings auch in halben Schritten. Also 3,5, 2,5, 1,5, 2 und so weiter und so fort. Eine gute Punchline zählt 2 Punkte, eine sehr gute Punchline 4 Punkte und eine Killer-Punchline sogar 6 Punkte. Danach wird die Punchline-Punkte mit der Punchline-Dichte multipliziert und durch 2 geteilt. Rap-Skill gibt 2 Punkte, Flow, Betonungen und so weiter. Video gibt auch 2 Punkte, Kamera, Schnitt, Nachbearbeitung und so weiter. Punkt Entertainment, zum Beispiel kein Punkt bei extremer Monotonie. Allerdings kann man auch nicht nur durch Rap-Skill entertainen, zum Beispiel wenn man sehr lustig ist, gibt es auch einen Entertainment-Punkt. Ein Punkt bei Technik gibt es, zum Beispiel wie viele Silben du hast, welche Aussage, Zärtlichkeit. Es nützt euch nicht 20.000 Silben zu haben, wenn die Aussage fehlt und es zweckig wie scheiße ist. Dann gibt es noch einen Punkt für die Hook, ob sie gut klingt, ob sie scheiße klingt. Und einen extra Punkt, den ich vergeben kann, wie ich will. Allerdings muss ich das Ganze auch gut begründen. Und das war das Bewertungssystem auch schon. In der Quali wird das Ganze ähnlich bewertet. Ich werde nämlich immer 4 Qualis hochladen und diese dann bewerten und am Ende alles in Punkten ranken und wenn es eine ungerade Zahl ist, werde ich die schlechtesten rauswerfen. Ich hoffe allerdings, das wird nicht nötig sein. Allerdings werde ich in der Quali die Punchline-Punkte halbieren, weil dort noch nicht so viel gesagt werden kann. Ihr könnt mich dissen, ihr könnt irgendwen dissen, wen ihr wollt, ist mir eigentlich komplett egal, Hauptsache es sind Punchlines dabei und ich habe sie nicht schon 1000 Mal gehört. Die Quali-Phase geht übrigens bis zum... Welchen Tag haben wir heute? Heute ist der 12. November. Bis zum 12. Dezember geht die Quali-Phase. Genau. Der Turnierbaum wird wahrscheinlich im Viertel oder im Achtel starten. Die ganzen Battles bis zum Halbfinale werden ausgelost. Und ich werde definitiv nicht jede Quali annehmen. Troll-Qualis werden nicht angenommen. Wenn ich aber merke, dass ihr nicht besser seid, dann kann ich trotzdem nochmal überlegen, ob ich euch trotzdem annehme, ob ihr euch vielleicht noch steigern könnt in den Battles. Es gelten die Standardregeln eines Battle-Turniers. Das heißt, ihr dürft nur Beats verwenden, an denen ihr die Rechte habt. Ihr könnt zum Beispiel auf Rappers In gehen, dort findet ihr immer Freebeats oder ihr gebt einfach Freebeat in der YouTube-Suchleiste ein. Es gibt keine Altersbeschränkung, allerdings wäre es nett, wenn ihr schon eine Stimme habt, die man ertragen kann. Teams sind bis zu 4 Leute erlaubt, jeder muss mindestens einen 16er parat haben. Und eine Hook. Keiner zwingt euch dazu, eine Quali exklusiv einzureichen, allerdings wäre das in den Battles schon ratsam. Wenn ich genug Qualis habe, werden jeden Samstag 4 Stück hochgeladen und nächsten Freitag kommt eine Bewertung dazu. Einreichen könnt ihr mit den Kontaktmöglichkeiten in der Videobeschreibung. Am besten ladet ihr einfach alles auf einem Retransfer-Link hoch, alles in einen Ordner packen, Lyrics, Beatlink oder Beatproduzent und euren Rappernamen bitte. Da das Ganze ein bisschen spontan war, habe ich wahrscheinlich ein bisschen durcheinander geredet. Das wird in den folgenden Analysen natürlich anders laufen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare und wichtige Sachen, die ich vielleicht vergessen habe, werden auch noch angepinnt. Ich freue mich auf eure Qualis. Tschüss, bis zum nächsten Mal.